Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Grow Song of the Evertree. Ja, ich musste euch leider jetzt hier so ein bisschen reinschalten. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir jetzt schon bei 100% angekommen sind. Aber Diaria hat gerade gesagt, die Stadt ist harmonischer denn je, Lehrling. Gehe zum Stadtplatz, wenn du bereit bist, das Lied zu singen. Und ja, natürlich sind wir bereit, das Lied zu singen, beziehungsweise wir möchten erstmal kurz was einfordern. Oh Gott, zwei Sachen sehe ich gerade. Belebe drei Naturschutzgebiete. Okay. Also beleben ist nichts anderes, für die, die es nicht wissen, als wenn man da einfach nur Sachen tauscht. Sollte ich jetzt mit noch mehr Naturschutzgebieten machen? Okay. Ich höre die Teilprovinz auf 100%. Sehr schön. Stimmt, einen Schneider sollten wir auch schon längere Zeit nicht mehr machen. Mal schauen, was jetzt wird. Achso, ich muss unten mal eben gucken. Ja, ich habe jetzt leider keine Jobs mit Stufe 3 oder niedriger gemacht, aber trotzdem haben wir es geschafft, die 100% Stadtzufriedenheit zu erreichen. Deine harte Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Du hast die Harmonie in diesem Distrikt wiederhergestellt. Okay. Sehr viele Säulen sehe ich. Also Säulen. Ja, so als ob das mal eine Brücke war oder irgendwas. So sieht das aus. Da oben ist das Tor. Oh. Schau dir das an. Berghangbezirk wurde freigeschaltet. Das dürfen wir dann auch direkt schon wieder einfordern. Oh, ich bin heute so happy. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Alles Häubchen und Kopfbedeckungen. Ich wollte schon Dachbedeckungen sagen. So, ja, dann gehen wir doch mal ganz schnell direkt dahin. Dann können wir uns nämlich das neue Gebiet schon mal angucken. Ich bin so gespannt, so gespannt, so gespannt. Ich meine, wir müssen ja noch ein Liedfragment hier in der Umgebung suchen. Jetzt habe ich so gar keinen Plan. Moment, aus der Richtung sind die anderen, ne? Genau. Achso, das sind die Ranken. Okay, da müssen wir auf jeden Fall... Ah, bevor ich das vergesse. Ganz wichtig. Ja, fang direkt schon mal an. Okay, dann... Das ist eigentlich nicht dafür gemacht, dass ich runterspringe, aber ich werde es jetzt trotzdem mal tun. So. Hier müsste eigentlich irgendwo ein freundlicher Helfer sein. Da ist mein Immerling. Hallöchen. Dann einmal bauen, bitte. Also bauen nicht, aber freischaufeln. Dann schauen wir uns das Ganze hier doch mal an, wo wir noch was frei machen können, wo wir noch hingehen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer sehr, sehr gespannt, wenn wir neue Gebiete haben. Da unten, das sollte theoretisch noch zu diesem Gebiet gehören, weil das ist nämlich noch zu... Hui. Oh, da können wir eventuell auch weiter, ich bin mir nicht sicher. Okay, Berghanggebiet. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt hier noch frei machen können. Also da oben geht es wieder hoch. Das könnte das Naturschutzgebiet sein. Nee, doch nicht. Ich habe jetzt gedacht, weil das... Ah, da hinten ist. Sieht es aber sehr stark danach aus. Oder auch nicht. Okay, wir können hier aber auf jeden Fall drüber springen. Hier ist so ein Weg. Ist das jetzt wieder Veräppelung oder kommen wir da auch irgendwo hin? Ich meine, irgendwo hin kommen wir auf jeden Fall. Schauen wir mal, hier ist keine Kiste. Ich höre hier aber was
Ja. Wo bist du? Ist das ein Immerlingkind oder ist das was, was ich mitnehmen muss? Ja. Weil hier höre ich es nicht mehr. Da können wir auch darunter. Hier höre ich es wieder. Ein bisschen. Oh, Leute, ernsthaft. Das ist aber so leise. Wenn diese Viecher nicht überall wären, ne? Was ist da oben drauf? Aber da komme ich doch nicht hoch, oder? Hier ist nichts zum Springen. Oder muss ich da von der Seite irgendwie hoch? Aber wie soll ich von da hochspringen dann? Also genau hier irgendwo höre ich es auf jeden Fall. Macht mich gerade wahnsinnig. Das ist wie Nirnwurz in die Elder Scrolls Online. Wenn man es dann nicht findet und man hört es die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob das da unten irgendwo sein könnte. Aber unten sind wir ja eigentlich schon gewesen. Da geht auch ein Weg runter. Folgen wir jetzt mal. Das macht mich wahnsinnig zu wissen, dass da irgendwas ist, aber ich nicht dran komme. Vielleicht ist das ja auch irgendwie innerhalb von einer Höhle oder sowas. Hier schauen wir auch mal kurz, bevor wir da jetzt runtergehen. Aber hier scheint nichts zu sein. Oder? Ja, hier kann man nur wieder zurück. Ja, da hinten. Oh. Bin mir jetzt nicht sicher, ob da hinten eine Kiste ist. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt bei dem Versuch, es rauszufinden. Nein, natürlich ist hier keine Kiste. Ah, schade. Ich dachte, ich hätte jetzt irgend so einen super tollen Eingang hier gerade entdeckt. Aber offenbar ist dem nicht so. Na gut, okay. Ich glaube, jetzt sterbe ich auf jeden Fall. Ich komme hier jetzt nicht mehr hoch, oder? Hallo. Ja, geil. Da komme ich jetzt auf jeden Fall nicht mehr hoch. Dann arrivederci. So, wo komme ich denn jetzt wieder aus? Hier. Okay, dann gehen wir da wieder zurück. Das ärgert mich jetzt, dass ich den jetzt nicht gefunden habe hier. Aber hier unten höre ich definitiv nichts mehr. Also wenn, dann muss das irgendwo wahrscheinlich oben drauf sein. Dann müsste ich dann wirklich gucken, ob man da nicht weiter hochspringen kann. Oh, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Ah! Dafür habe ich euch gekauft. Ja! Aber das ist eine normale Höhle, so wie es aussieht, oder? Ich denke mal, dass das jetzt nicht die Höhle sein wird. Nee, okay, wir haben hier nur eine Belohnung drin. Ich gehe davon aus, sonst hätte der am Anfang nämlich auch gesagt, dass wir das und das entdeckt haben. Schade, aber Belohnung nehmen wir natürlich auch immer gerne mit. So, da hinten, das ist das alte Gebiet. Ja, genau, da sind die Sachen nämlich drin. Das heißt, wir müssten eigentlich wieder hier zurück. Ach, das ist immer eine ewige Sucherei. Da kann man aber... Ja, da komme ich so nicht hoch. Auch bleibt doch mal da, wo ihr mir nicht dauernd im Weg rumfliegt, ehrlich. So. Ach! Oh, ich bin so blind. Nein! Okay.
Man sollte nicht immer den geraden Weg wählen. Da kann ich aber drauf, oder? Ja. Boah, perfekt. Wir haben die Kammer der Erneuerung gefunden. Ich traue es mich nicht zu sagen, aber ich werde jetzt reingehen. Und hoffe, dass es nicht so lange dauert, weil wir jetzt schon 10 Minuten von der Folge weg haben. Ui, ich befürchte allerdings, dass meine sämtliche Hoffnung gerade zerschlagen wird. Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, links habe ich jetzt eins gesehen. Nee, oder war das jetzt so ein Ding? Jetzt habe ich nicht drauf achten können, richtig. Oje, oje, oje. Da hinten ist, glaube ich, was. Das sieht so rot aus. Da unten links. Aber ich glaube, da muss man was draufsetzen, oder? Muss ich links was holen und das nach rechts draufsetzen? Ich habe doch keine Ahnung. Nee, Moment, diese Dinger müssen in die Mitte gesetzt werden. Ach, du Scheiße. Da haben sie sich zum Abschluss aber doch nochmal was ausgedacht hier. Eieieiei. Ja, könnt ihr auch ein bisschen schneller machen, bitte? Oder ist hier dann schon das Fragment? Ach so, dann... Ah, okay. Ja gut, dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Mal schauen. Also hier außen ist auf jeden Fall nichts. Ja, ich kann es aber dann auch nicht richtig sehen. Also sprich, wir müssen ja hier durchlaufen und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier durchlaufen soll. So, da hat man mir übrigens gesagt in den Kommentaren, dass das ein Checkpunkt quasi ist. Dass wenn man irgendwo mal kaputt geht, man dort wieder auskommt. Och, ihr Schweine. Ich muss nach links. Ich wollte gerade sagen, in welche Richtung geht der jetzt hier? Aber da komme ich doch, da komme ich dahin. Die Frage ist jetzt, wenn ich dem folge, dreht er sich dann gleich um? Und kommt mir dann so entgegen? So, hallo, ich habe dich entdeckt. Ich habe gemerkt, dass du die ganze Zeit hinter mir hergelaufen bist. Jetzt bist du tot, ungefähr. Ah nein, er geht nach rechts. Okay, ist ja schön. Das ist nett. Das ist sogar sehr nett. So, irgendwo hier. Das war's nicht. Irgendwo hier habe ich was gehört. Achso, ich wollte gerade sagen, sieht man die jetzt durch die Mauer durch? Hm. Ja, ich höre es immer noch. Das ist dann doch das andere gewesen, ne? Ja. Eieieiei. So. Eins haben wir schon mal. Oh je. Also ich habe zwar grundsätzlich einen guten Orientierungssinn, aber bei so einem Labyrinth bin ich dann doch gerne mal ein wenig überfordert. Oh je, ich komme ja nie wieder raus. Irgendwo höre ich den. Da. Oh. Ich höre sogar zwei. Und der kommt ganz sicher zu mir jetzt, ne? War klar. Boah, bist du ein Arsch. Oh, wo muss ich denn jetzt hin? Hilfe. Ich meine, ich muss darum. Aber ich bin mir nicht sicher. Komme ich da auch durch? Ja. Ja! Ich habe einen Checkpoint gefunden. So, ich habe übrigens festgestellt, dass wir auch die rechte Maustaste drücken können, weil ich habe es irgendwie mit der linken reingeschmissen. Ach so. Ach, dann ist das gar nicht so schlimm. Ich dachte jetzt, ja, okay, das sind 4 Eingänge. Okay, dann haben sie es zumindest etwas human gemacht. Okay. Na, höre ich es gleich klingeln? Nein? Anscheinend nicht. Oh oh. Oh, ich wusste es. Aber er kommt nicht in meine Richtung. Noch nicht. Das heißt ja nicht, dass er generell nicht in meine Richtung kommt. Okay, geh bitte geradeaus, damit ich da rein kann. Nein, natürlich nicht. Du musst natürlich in die andere Richtung gehen. Weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich jetzt... Nee, ich laufe jetzt nicht zurück. Das ist eine Sackgasse. Was bist du eigentlich? Ich würde jetzt am liebsten mitnehmen, aber ich will mich lieber hier drauf konzentrieren. Die Frage ist, dreht der gleich? Noch
Geht der nach links? Ah, ich kann es hören. Das ist sehr schön. Jetzt geht er da rein. Schnell da durch. Das Problem ist nur, wenn ich das hier hören kann, muss ich vermutlich ihm hinterher. Oder dem Ding hinterher, wie auch immer. Dann müsste das ja irgendwo da rechts sein, ne? Ach ja, Stunden später. Die Frage ist nur, wenn er jetzt gerade ausgeht, habe ich Glück gehabt. Ah, perfekt. Ich denke nämlich, dass ich irgendwo hier oben muss. Und wie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich doch wieder am Eingang bin? Also wo ich eben reingekommen bin? Ich bin doch da links gelaufen, oder nicht? Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich habe das doch gerade von der Richtung aus gehört. Ich höre das von links. Also hier irgendwo. Oder ist das vielleicht doch hier irgendwo? Das ist nur falsch höre. Nee. Ich höre jetzt auch nichts oben, oder? Da kommt der jetzt bestimmt. Ich höre das gerade von allen Richtungen. Ich weiß auch nicht. Dabei habe ich sehr gute Kopfhörer, aber... Hä? Das verwirrt mich jetzt hier gerade mit diesem Geklimper. Ne, Moment. Jetzt ist hier wieder der Eingang. Oder höre ich tatsächlich irgendwas da oben klimpern? Aber da komme ich doch nicht hoch. Es könnte aber theoretisch sein, dass ich das höre. Weil ich genau hier höre es, als ob das da oben drauf ist. Der kommt jetzt zu mir. Ich gehe jetzt nochmal eben zum Eingang. Moment. Aber da hinten, nee, da muss aber was sein. Ich gehe jetzt erstmal in eine andere Seite, weil das macht mich gerade ein bisschen wahnsinnig. Mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Dann wird's hell. Was natürlich nichts heißt. Ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen verfolgt hier. Oh! Okay, haben wir das schon mal? So, hier waren wir noch nicht, ne? Aber das ist offen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt noch waren und wo jetzt nicht. Ich bin hier gerade total... Oh Gott. Also jetzt habe ich tatsächlich komplett die Orientierung verloren. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Normalerweise müsste ich doch eigentlich nur diesen Typen folgen. Aber das hat ja auch beim letzten Mal so wunderbar funktioniert. Und dann muss man eigentlich irgendwo abbiegen. Ich bin ein bisschen nah dran hier. Ne, das ist jetzt wieder der Eingang. Den ich veräppel. Oje, oje. Ich glaube, ich nenne die Folge lieber verloren im... wie heißt das hier nochmal, der Bereich? Oh je. Wo bin ich denn eigentlich reingelaufen? Ich bin da rechts rumgelaufen. Ich bin hier so rumgelaufen, glaube ich, ne? Ich folge dem jetzt tatsächlich mal, auch wenn das jetzt lange dauert. Das tut mir wirklich leid. Da geht es noch links rum. Wo gehst du denn hin? Rechts oder links? Er möchte nach links. Okay.
andere Lüfter oben rum. Da geht's links auch noch weiter, aber ich glaube, hier bin ich doch auch rumgelaufen, oder? Ich habe absolut keine Ahnung, ehrlich gesagt. Doch, ich höre was. Ich höre was. Ah, kam das von hier? Ja! Oh mein Gott. Jetzt drücke ich vor lauter Verzweiflung auch schon, beziehungsweise lauter Freude auch schon die falsche Taste hier. Irgendwo hier ging es wieder raus. Boah. Okay. Ist die Frage, ist das immer so ein bisschen in der Nähe vom Eingang? Wo geht der hin? Könnte jetzt theoretisch auch hier rechts dann vom Eingang sein. Auch hier mal. Da geht es auch nochmal weiter. Also ich verfolge den jetzt einfach mal so ein bisschen. Auch wenn der jetzt nicht in der Nähe vom Eingang ist. Oh. Sehr schön. Boah. Das ist ja schon nervenaufreibend hier irgendwie, wenn man keine Ahnung hat, wo man hin muss. Vor allem, wenn die dann so langsam... Ich meine, normalerweise ist das ja gut, wenn man ausweichen möchte. Ich habe doch gerade was gehört. Moment. Ah! Juhu! Sehr schön. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie ich wieder rauskomme, ist alles gut. Wahrscheinlich kommt der andere mir jetzt gleich entgegen. Wuhu, ich hab's auch noch gesagt. Boah, das war jetzt echt knapp. Moment. Komme ich hier auch durch? Ja, perfekt. Oh Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, so, jetzt dieses nervige eine noch. Ich folge jetzt einfach diesen Viechern hier. Wenn ich eins finde, heißt das. Hallo? Wo seid ihr? Hallo? Da ist eins. Ich wollte gerade sagen, das läuft mir jetzt entgegen, aber das läuft mir gar nicht entgegen. So, also irgendwo links rum war das. Das weiß ich noch. Also von hier aus da hinten, glaube ich, war das. Aber ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme. Das nervt mich total gerade. Aber es ist das Letzte. Also ich muss jetzt definitiv gucken, dass ich das jetzt finde. So. Hier hört man es noch nicht. Hier ist es aber auch sehr dunkel. Da hat man es, glaube ich, auch nicht gehört. Was ist denn, wenn ich auf Arbeitssuchen gehe? Ihr geht einfach nach links weg. Okay. Hätte ja sein können, dass es da einen Trick gibt, dass man einfach die Dinger suchen kann oder so. Oh, flieg mal ein bisschen schneller. So, es kann sein, dass das jetzt hier irgendwo gleich kam. Dass ich das höre. Deswegen rede ich jetzt auch immer wieder zwischendurch nicht, in der Hoffnung, dass ich was klimpern höre. Aber das war irgendwo, wo mehr Licht war. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ach, jetzt habe ich gerade gedacht. Oh. Aber das Spiel wollte nur mal eben zwischenspeichern. Ich habe schon wieder... Es war klar, dass der jetzt links geht. Wie höre ich hier gerade was flattern? Boah, bring mich doch einfach zu dem Ding hin, bitte. Jetzt höre ich es. Hier höre ich es. Aber als ob das hier rechts hinter ist. So hört sich das jetzt in den Kopfhörern an. Aber trotzdem auch hier nochmal. Da hinten hört man aber auch nichts mehr. Nee, das muss irgendwo da hinten rechts sein. Ich muss nur erstmal da hinkommen.
Ach, Junge. Das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist, finde ich, dass das so lange dauert, wenn man an denen nicht vorbeikommt. Oder in meinem Fall, wenn man guckt, dass man denen hinterherläuft. Das muss irgendwo hier sein. Aber hier höre ich es jetzt wieder nicht mehr. Da habe ich wieder das gleiche Problem wie eben. Bin schon wieder genervt. Ich höre es hier ganz laut und deutlich. Ich hoffe jetzt nicht, dass das verbuggt ist oder so, dass ich jetzt hier ewig suche und das Ding ist gar nicht da, wo es sein soll. Also da irgendwie in der Ecke. Und immer wenn ich versuche, da hinzukommen... Jetzt lässt das Klingeln nach. Gut, ich gehe jetzt ein bisschen weiter weg. Aber jetzt gehe ich doch wieder den gleichen Weg hier. Ah, ich hab's! Ich hab's! Oh mein Gott, jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie ich rauskomme. Der läuft da hinten rum. Theoretisch müsste ich ja irgendwie in die Richtung rauskommen. Können. Da kommt der mir jetzt wieder entgegen. Oder das ist hier wirklich so verzwickt, dass das nicht in der Nähe von dem Ausgang ist. Ich kann mich jetzt auch oben nicht so richtig dran orientieren, weil ich sehe nicht allzu viel. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Ah. Jetzt bloß nicht in den Rhein rennen. Ich werde das nie wieder finden. Oh. Wo gehst du jetzt hin? Du gehst nach rechts. Hier kann ich auch nicht abkürzen. Einige Tage später. Das Problem ist, ich kann mich auch nicht darauf verlassen, dass der mir jetzt den Weg nach draußen zeigt. Weil ich nicht weiß, welcher von denen das jetzt ist. Laufe ich wieder im Kreis, oder? Oh Mann. Geht der da jetzt nach links? Ja, ne? Okay. Ich laufe dem jetzt einfach mal hinterher. Also wenn wir jetzt weit über die halbe Stunde kommen, dann muss ich, glaube ich, gleich mal einen Cut machen. Bis zu dem Moment, wo ich dann wirklich draußen bin. Weil ich werde hier gerade wahnsinnig. Ich sehe den Ausgang, ich sehe den Ausgang. Oh. Boah, das war jetzt aber... Und ich sag noch, so lange kann das ja nicht dauern. Da hat man kleinen Gameplayerin noch nicht gesehen. Eieiei, ich glaube, da unten ist nichts, oder? Ich bin jetzt ja so ein bisschen... Ja, es sieht alles so leer aus. Fragment, ich komme. Sehr schön. Fragment der Wiederherstellung. Ja, wie komme ich jetzt hier raus? Einfach nur geradeaus, glaube ich, war das, ne? Oh, das ist aber auch ein Labyrinth da unten, wenn man sich das mal anguckt. Und spätestens, ich meine, so von außen denkt man sich wahrscheinlich, ja, was macht ihn da für ein Quatsch? Das kann ich ja viel besser. Aber ganz ehrlich, wenn man da drin ist und beim ersten ging es noch, aber dann irgendwie ab dem zweiten die Orientierung schon verloren hat, weil man ständig irgendwo im Kreis rumhüpft und weiß ich nicht was. Also das ist schon, oh. Das ist schon nicht mehr schön. Ja, ich würde gerne noch weiter auf Erkundungstour gehen, aber dann sprengt das wirklich komplett den Zeitrahmen für diese Folge. Deswegen werde ich jetzt mal ganz, ganz schnell... zurück zum Alchemiehaus gehen. Beziehungsweise fliegen. Und das Liedfragment einsetzen.
So, auch wenn er jetzt steht, ich soll die Docks reparieren. Ich möchte das Fragment einsetzen. Aber wo? Hier leuchtet gerade gar nichts. Ah, da oben. Ah, aha. Erinnerungen des Immerbaums durchströmen dich. Ein junger Aerum weigerte sich zu gehen. Ein unerfahrener Alchemist von Immerherz, der entschlossen war, das rückgängig zu machen, was die Aerum zuvor angerichtet hatten. Gameplayerin, das letzte Kind des Liedes. Wo einst Stille war, brachte das letzte Kind Harmonie. Wo einst Leere war, half das junge Immerherz, das Leben erneut erblühen zu lassen. So soll es auf ewig sein. Denn das Gleichgewicht ist ein Lied, das aus vielen Strophen besteht. In Disharmonie wird die Dürre wachsen. In Harmonie wird Leben gedeihen. Wieder einmal bin ich zufrieden, da ich weiß, dass diese Jünglinge zuhören und verstehen. Kommen noch mal zwei Plätze, hoffe ich zumindest. Und der Immerbaum erstrahlt. Komm zu mir, letztes Kind des Liedes, singe mit mir. Schätze mal hiermit. Letztes Kind des Liedes, du bist das letzte Fragment. Du hast alle Stimmen des Liedes gefunden. Aber eine fehlte noch. Deine. Und jetzt sind unsere Stimmen, unsere Geschichten, mit dem Lied verwoben. Während ich erblühe, werden meine Blüten im Wind tanzen. Und auch die neuen Setzlinge, die neuen Immerbaum, werden wachsen. Und wenn diese Jünglinge in der Zukunft neue Welten besuchen, werden sie das Lied hören und unsere Geschichten erfahren. Die Geschichte über die Torheit, die uns befiel. Und über deine Entschlossenheit, mich zu heilen. Unser Mitgefühl gilt allen, die von Covid-19 betroffen sind. Wir möchten uns besonders bei allen systemrelevanten Arbeiterinnen und Arbeitern bedanken, die mit ihren Einsatzdurchhaltevermögen für unsere Sicherheit gesorgt haben. Okay, das läuft jetzt etwas schnell durch, aber ich dachte, da wäre jetzt auch ein besserer Text drin. Ja, damit ist das Spiel mehr oder weniger beendet. Ein bisschen wehleidig bin ich ganz ehrlich, bin ich schon. Ich hoffe, ich habe jetzt soweit alles zeigen können. Jetzt habe ich natürlich das neue Gebiet nicht so richtig bebaut. Aber gut, das ist ja immer das Gleiche, ne? Ihr wisst ja, wie die ganzen Häuser aussehen und so weiter und was passiert. Es wiederholt sich halt von jedem Gebiet zum nächsten Gebiet wieder.
Und ich denke, ich hoffe zumindest, dass wir alles gefunden haben. Wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, weil ich hatte ja immer noch die Hoffnung, dass wir die Feinde der Polka-Freunde irgendwo noch finden. Vielleicht hätte ich ein bisschen besser suchen sollen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist auch sehr, sehr, ja, durcheinander teilweise. Also man kann ja wirklich überall hingehen. Es ist wahnsinnig groß irgendwo, wenn man mal alles freigeschaltet hat. Ich persönlich fand das Spiel allerdings trotzdem wahnsinnig toll. Es war mal wieder was anderes, so wie ich schon am Anfang gesagt hatte, in Richtung My Sims mehr die Art. Und ja, es hat mir wirklich wahnsinnig Spaß gemacht und ich hoffe, dass ihr das genauso seht. Da oben schwebt noch mal die Mutter, glaube ich, die wir zwischendurch mal gesehen haben. Ja, genau, mit den Kindern. Da schwebt zumindest eins noch daneben. Ich fand auch die Story, die zwischendurch immer so ein bisschen erzählt worden ist und so, die fand ich auch sehr schön. Und ja, ich werde auf jeden Fall offline hier noch mal so ein bisschen weitermachen, immer wenn ich Zeit habe dazu. Und mal sehen. Ich denke mal, dass ich noch eine Folge hochladen werde, wo ich euch dann die Welt noch mal zeige, wie die aussehen im letzten Stadion. Vielleicht vergesse ich das auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Hier seht ihr übrigens noch mal die neue Welt zum Abschluss. Hätten wir natürlich noch nach oben links, glaube ich, laufen können. Ich glaube, da sind wir jetzt eben nicht mehr hingelaufen. Aber so wie es jetzt von hier aus zumindest aussieht, konnte man da jetzt nicht so wirklich viel noch entdecken. Ja, ein lachendes und ein weinendes Auge. Auf der einen Seite bin ich schon ein bisschen froh, dass es jetzt endlich mal zu Ende ist, weil es doch sehr, sehr lange gedauert hat. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 30, 40 Folgen wahrscheinlich eher. Auf der anderen Seite, es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und ich hoffe euch auch. Und ja, ich habe schon einiges wieder im Petto, was als nächstes dran sein wird. Deswegen seid gespannt. Ich werde das Ganze hier erstmal ein bisschen durchlaufen lassen, um zu gucken, ob noch irgendwas am Ende kommt. Und verabschiede mich dann erstmal. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao! Neues Leben breitet sich im Kosmos aus. Und das Lied wird eines Tages von weit entfernten und doch verbundenen Stimmen gesungen werden. Erinnere dich immer an deinen Platz in dieser Geschichte. Gameplayerin, Kind des Liedes. Du bist wahrlich besonders. Nicht wegen deiner Abstammung oder deiner speziellen Fähigkeiten. Du bist besonders, weil du ein mutiges Herz hast. Du bist besonders, weil du dich entschlossen hast, dich um andere zu sorgen.